Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Das ist natürlich äußerst schlecht, wenn ein Patient drin sitzt, ihn mit Glas zu beschmeißen. Ne? Da wird er sich wirklich herzlich bedanken. Da gibt es jetzt Möglichkeit. Entweder ich lege ihm was drüber, aber meistens macht man die Scheibe auf, um an ihn ranzukommen. Das heißt, man hat gar nichts, um ihn zu schützen. Ne? Meistens oder oft. Ne? Das heißt, wir versuchen jetzt mal irgendwie die Scheibe aufzukriegen, ohne dass der Insasse was groß abkriegt. Und da gibt es hier was. Das zeigen wir jetzt mal auf der anderen Seite. Seid gespannt. Ah, nee, haben wir ja jetzt. Okay, klipp ab. Vorher noch mal die Ränder abschneiden, dass man das zum. Das brauchst du nicht, oder? Doch, dann kriegt man das leichter raus. Sonst kriegst du wieder am Fahrzeug Lack. Gib mal ganz kurz ein Messer. Das ist ein Rettungsmesser. Hat ja auch hier so einen Körner, damit kriegt das auch auf, ne? Wenn er mal draufhaut. Zack. Ich will es auch mal abkleben. Habt ihr denn das andere Klebeband auch, das normale? Das heißt, ich versuche das jetzt einfach mal. Ach so, wenn du drehst, schneidet ab, ne? Ja. Am Anfang finde ich ein bisschen, am Anfang, wenn man muss das mal gemacht haben, ein bisschen gewundert. Und hier würde ich jetzt die Ränder abschneiden? Ja, Ränder abschneiden, damit es dann halt, dass man es wirklich ein bisschen kontrollierter dann noch rausnehmen kann in 1. Okay. Okay, dann können wir es mal auf. Und jetzt haben wir es ja wunderbar. Rausnehmen. Ich packe es mal rein, damit wir ja keine Sauerei machen. Schön. Man sieht natürlich wunderbar jetzt auch, dass das ganze Fahrzeug schön gesichert ist. Da wackelt man nichts mehr dran. So soll das halt sein, ne? Das ist nicht professionelles Arbeiten. Okay, und jetzt würde ich gerne einen nächsten Film machen, wo wir mal kurz was testen. Und zwar kennt ihr alle dieses Halligan-Tool. Wir haben noch ein anderes Tool mit, eine kleine Überraschung. Das werden wir mal direkt vergleichen, wie wir vielleicht ohne Schere, Spreizer. Wir werden mal anfangen, ein bisschen rumzuspielen. Schon mal technische Leistung anstellen kann, ohne dass man jetzt ein HLF normalerweise hat. So wie die, weil die haben ja hier, wenn ihr mal guckt, alles dabei. Ne? Schere, Spreizer, das Aggregat dafür, Rettungszylinder, die ganze Technik, die wir haben, haben ja viele gar nicht. Wir zum Beispiel selber auch nicht. Und was man jetzt machen kann mit einem anderen Gerät, zeige ich euch im nächsten Video. Bleibt dran, das wird der Film. Viel Spaß. Bis dann. Yeah.